Morgen, morgen, Mensch mit Katz. Wir sind wieder in Warpips. Ja, mal schauen, wie es heute läuft. Wir wollen ja die zweite Insel erobern. Hier machen wir Anfang. Hier haben wir fast nur menschliche Gegner. Hier kommen ein paar menschliche Soldaten raus. Stacheldraht. Wir nehmen hier nochmal meine Standardsoldaten so ein bisschen mit. Den brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir nehmen aber den Schildfuzzi nochmal mit. So, was haben wir noch so Schönes? Eigentlich brauchen wir fast nichts mehr. Da ist nicht so viel Gefährliches dabei. Wir könnten die mitnehmen wegen der relativ hohen Anzahl an Infanterie, aber ansonsten... Was hat der Waffenhändler für uns? Hier, die könnten wir hier brauchen. Das Gas war eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen einmal das Gas mit. Und einmal die. So, sonst haben wir nicht mehr allzu viele Punkte. Upgrades können wir uns also nicht mehr leisten. Los geht's, würde ich sagen, nach dem Intro. So, also. Blub, 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 blub. Und los geht's. Der große Feuerbär. Oh, das ist ja schon mal so eine kurze Mission. Hier ist ja bloß so ein bisschen Scheiß in der Mitte. Ja, ja, ich hab's gesehen. So, du kommst mal raus. Du kommst mal raus. Relativ schöne viele Typen davon. Wir werten mal ein bisschen auf Geld auf. Und mach mal einen Erfahrungspunkt, damit ich weiß, was ich will. Brauch noch ein bisschen Money oder ich hole es mir jetzt. Die Welle nähert sich. Hier, guck. So. Da kommt ein mehr davon. Noch ein mehr davon. Ein bisschen Erfahrung müsstest du schon noch machen. Alles zupflastern hier mit die Schütze jetzt. Wir halten wenigstens das Gas stand. So viel Geschütze habe ich auch noch nie gebaut. So, meine Seite ist voll mit die Schütze. Wie sieht es bei euch da drüben aus? Ja, Truppen. Das ist denn nicht mein Feuer, ich hier drin. Komm schneller nach, als dass es den Todflieger entscheidet. Jetzt kriegst du mir wieder einen Money. Können wir mal die Truppen vielleicht ein bisschen aufwerten. Weil jetzt geht's Geld schon wieder ein bisschen. Einen heben wir uns immer auf für Notfälle. Leider sind wieder zwei Geschütze kaputt. Aber die kosten gerade zu viel. Meine rücken aber trotzdem langsam vor. Komm, jetzt sind sie einfach stärker. Am nächsten Punkt gibt es Money und dann. Ah, das da drüben fällt sowieso langsam. So. Geschütz, Geschütz, Druck. Ja, ich will jetzt die Schütze nicht mehr in meiner Maus haben. Super. Noch ein. Das war die erste Mission. Cool. Da kommt nicht mehr, bitte. Ja. Bam. Oh. Erfolgreich können wir gleich in die nächste Mission machen. Oh, die Feinde werden natürlich immer mehr. Gibt halt auch so wenig Kriegshaster. So, was haben wir hier hinten drin? Oh. Einen Warbus. Ruft einen schweren Truppentransporter, der Spec Ops Pips überall auf dem Schlachtfeld absetzt. Zu Antifahrzeugmine legen die, okay? Also die sind gut gegen Fahrzeuge denn. Das klingt doch nach was. Wir machen gleich hier weiter über die Inselwelt, oder? Oh, Haubitzen, Abwehrgeschütze und Raketen. Das klingt langsam hot da oben. Muss ja langsam nach da hinten kommen. Okay, wir haben also Kampfsoldaten, Schrot und Raketen. Das heißt, Granaten, Raketenwerfer-Fuzzis zu haben,
den Gegner und Haubitzen ist natürlich. Die sind halt damit gut gegen Soldaten und gegen Fahrzeuge. Ich brauche also irgendwas, was viel Schaden an sowas macht. Was haben wir hier noch zur Auswahl? Die. Was sind das für Inner gewesen? Ach, der normale, ja. Den nehmen wir mit. Muss ein bisschen überlegen. Das ist schon nicht mehr so einfach. Gegen die Geschütze könnte ich das Rauchzeug benutzen. Gegen dieses scheiß Fahrzeug brauche ich selbst eigentlich mal Raketenwerfer-Fuzzis. Allerdings habe ich gar keine mehr. Doch, der Zweier. Nur zwei. Oder ich benutze dafür die Drohnen. Raketen wären auch nicht verkehrt. Nicht, oder nehme ich die Drohnen nicht in dem, na wobei mit den Raketen haben eine relativ lange Abklingzeit. Habe ich zwei Sachen. So, wir nehmen Billigsoldaten mit, weil die können uns ein bisschen die Stellung sichern. Wir nehmen so normale Soldaten mit. Gucken wir nochmal nach der Missionsinfo. Ja, das Fahrzeug macht mir ein bisschen Sorgen. Da muss ich halt dann die Drohnen reinhalten. Die Geschütze muss hier Raketen oder andersrum, ist egal. Könnte halt noch einen Taktiker hier brauchen, damit die Stellungen kaputt kriegen vielleicht. Mit Mörserschlag. Ich denke, so könnte man es versuchen. Versuchen wir es. Los geht's! Erstmal drei Standard-Fuzzis losschicken. Toll, die laufen mehr oben lang und meine laufen mehr unten lang. Shit. Jetzt verteilen die sich auch noch. Okay. Noch mehr Geld vielleicht besorgen? Drei sind schon wieder bereit, wobei einer muss noch umfallen jetzt. So, wir können jetzt schon Raketen schießen. Der Rauch ist ja eigentlich, wo ist denn deren Stellung? Da ist der Geschützturm und da ist die Haubitze, ja? Oder haben die noch mehr? Oben haben die gar nichts. Okay. So, jetzt ist der nächste Soldat auch bereit. Bumm. Oh, wo schießt denn meiner hin? Interessante Schusspriorität. So, wir brauchen halt mehr Platz für mehr Truppen. Unten der Schützding ist halt kacke. Da müssen wir mal ein bisschen für Rauch sorgen. Oben können wir das auch machen. Mehr Truppen hier aufs Feld schicken. Okay, das Geschütz unten ist weg. Das war ja viel leichter als erwartet. Bleibt der Bus noch das Ding hier hinten. Dann hält das noch mehr aus als drei. Vier, okay. So, schön bin die Truppen reingeschickt. Mach mal ein bisschen Palette hier beim Angriff. Attacke! Das wird doch was, oder? Jetzt noch mal ein bisschen Geld besorgen. Ah, keine Punkte mehr. Jetzt aber gleich wieder. Ja. Na dann, den nächsten rausholen. Da ist schon wohl noch voll. So, naja, dann müssen wir jetzt... Oh, da kommt relativ viel Verstärkung. Gilt. Aber auch nichts weiteres. Noch ein davon.
Ja, jetzt schießt das Ding über den Haufen. Komm. Reicht da langsam mit dem Scheiß einhalten. Oh shit, jetzt kommt das Fahrzeug. Jetzt habe ich ordentlich Truppen verloren. Wir waren doch schon dran, die kaputt zu kriegen. Zumindest ist hier Drickys Angriffsfahrzeug verschwunden. So, vielleicht müssen wir mal wieder Erfahrung kriegen. Gibt es noch einen mehr? Ich habe die Truppen gar nicht aufgewertet. Das sind immer noch die Anfangspfeifen. Reicht aber, glaube ich, jetzt. Komm. Ja. Dieser Millimeter da, den hätten sie auch noch irgendwo drauf schießen können. Verdammter Mist. Hier, es war schon ein bisschen härter umkämpft. Die Gegner werden immer stärker. Gleich sind die Supersoldaten. Dann weiß ich gar nicht, wie ich das anstellen soll hier. Hatten wir ja noch nicht. So, wir rücken also immer weiter vor. Die Buggies sind ein bisschen nervig. Minen kriegen wir mit Billigsoldaten weg oder mit Sprengstoffsachen. Der Wachturm ebenfalls. Was haben wir denn im Angebot? Neun Taktiker, den nehmen wir uns doch mit. Und dieser Bohrturm. Was haben wir für Gegner-Soldaten? Den Kram. Na dann. Den Taktiker wieder mitnehmen. Die Billig-Soldaten und die Standard. Und vielleicht noch irgendwie. Eigentlich brauchen wir nichts mehr. Ich könnte den Rauch mitnehmen nochmal. Ich könnte aber auch einfach selbst das Geschütz hier mitnehmen. Fahren aber damit ein bisschen drauf. Ja, komm, muss reichen. Man will ja nicht zu viel verschwenden, weil man hat ja dann nur eine begrenzte Anzahl. So, die krächzende Krähe. Los geht's. Verdammt, das ist aber ein bisschen größeres Level. So. Guck dich gleich ein Fahrzeug an. So, und damit haben wir die abgewehrt. Perfekt. Dann relativ viel Geld. Ich überlege, ob ich jetzt Truppen hole nach und nach. Kommt jetzt schon wieder so ein Dreck hier, Buggy. Wie hält das Ding aus, sag mal. Das ist doch gerade unverschämt. So. Die hat Ost eingesteckt. Damit kommt das nächste Auto. Ich habe nichts so richtig gegen die Autos und mein Ding ist schon wieder überhitzt. Mach mal ein bisschen Defense, genau. Also die Taktiker habe ich dagegen, aber die brauchen anscheinend immer so lange, bis die richtig losheizen. So, jetzt rückt mal alle zusammen noch ein bisschen vor. Wieso rückt ihr nicht verdammt nochmal zusammen vor? Verdammt, hier überall diese dreckige Deckung im Weg. Kann man gar nicht so gut die Gegner abschießen. Überhitzen lassen, nicht überhitzen lassen. Och, Money. Wieso laufen die denn jetzt wieder zurück? Ihr müsst angreifen, Leute. Ihr müsst da drüben kaputt machen. Sonst wird das nicht. Also, was ist denn los mit denen?
Lasse ich die weiter auf oder will ich mehr Truppen haben? Oh, schön, da ist noch meine Mine mit hochgegangen. So, der dumme Schützturm hier unten ist halt eklig. Den sollen sie mal wegsprengen. Ja, gut. Haben sie Macht? Die hören ja auf mich, Mensch. Gut über den Haufen gebaut. Da ist ja schon viel Stacheldraht da vorne noch, neben dem scheiß Turm. Und den Minen. Braucht noch ein bisschen Erfahrung. Wir kommen den einen da loswerden und dann auf den Turm batzen. Geldtechnisch geht's hier gerade so noch. Energie haben wir leider keine mehr. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier durchhalten. Ich hätte Verteidigung am liebsten gedrückt, aber es wird gerade nichts. Der hier steht zumindest ganz gut. So, jetzt sind es noch bessere Truppen. Kriegt ihr den Turm kaputt? Das Fahrzeug, was Deckung hat, die Macht hat, ist weg. Da war nochmal ein Mörserschlag, wa? Gut, sind wir wieder ein Stück zurückgefallen, leider. Das Minenfeld ist auch fast weg. Ein bisschen Stacheldraht ist weg. Meine Truppen kommen. Ich kann sie gar nicht mehr aufwerten. Insofern warten wir jetzt noch eine Sekunde, bis der hier wieder kann. Perfekt. So, und jetzt seid ihr eine ganze Horde. Genau. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht alle wieder in die Minen verreckt. Mann, ey, ihr seid einfach zu dumm. Ihr könnt nicht irgendeinen Deppen vorschicken. Da wäre jetzt vielleicht irgendeine Waffe, die ich da reinhalte, besser gewesen. Ah, der Mörserschlag. Der sollte ja auch ein bisschen mit freiräumen. Machen sie leider nicht. Verdammt, jetzt kommt noch ein Fahrzeug. Haltet euch mal ran, vielleicht schafft ihr das denn. Nur so. Artillerie, halte Artillerie rein, komm. 75 kriege ich dafür nur. Ah, jetzt kommt wieder eine feindliche Welle und eine ganz schön lange. Eine lange feindliche Welle. Wir sorgen, glaube ich, gleich erstmal für... Ne, wir holen erstmal hier. Mehr Truppen aufs Feld. Guck mal, ihr habt doch jetzt schon eine dicke Horde. Kriegt ihr da nicht mal ein bisschen was kaputt? Ihr müsst bloß mal ein bisschen vorlaufen langsam. Ja, das Stacheldraht ist natürlich unschön, aber... doch ein paar dran verreckt. Jetzt braucht das doch bloß über einen Haufen schießen. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, Leute. So. Shit, ey. Nur halb kaputt gekriegt. Und schön. Kommen ganzen Fahrzeuge noch dazu. Ah. Wird er zurückgeschlagen. Hart umkämpftes Gebiet, aber. Es sind aber auch gerade viele Fahrzeuge, meine Güte. Na gut, meine Horde macht das halt auch. Jetzt kommen die Schüsse von hinten drin. Perfekt. Noch ein mehr. Noch ein mehr. Mehr Truppen lösen das. Und die geht mir gar nicht erstmal zum Schießen hier. Noch mehr Truppen. Einer umgefallen. Dann geht die Angriffswelle von denen ganz schön lang. Noch einer mehr. Zack, jetzt sind wir wieder voll besetzt. Und los geht's. Wo bleibt ihr denn immer alle? Haltet euch doch mal ran. Wir wollen einfach nicht an der Front, das verstehe ich. Holen wir uns Geld? Ja, komm. Bisschen Vorrat ist ja nicht verkehrt. So, jetzt aber. Danke. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich schaffe es, ich schaffe.
Oh Gott, bei der nächsten Mission wird's übel dann. Cool. Neue Drohnen. So, ich weiß nicht, ob die Flagge ausreicht. Einfach die Flagge erobern. Wobei hier natürlich geil ist, weil es hier Haufen Scheiß gibt. Hier gibt es bloß ein Leben und der Rest ist halt alles Fragezeichen-Zeug. Hier haben wir wieder den Bubba. Ja, den haben wir letztes Mal schon gehabt. Das hat der Waffenhändler und Sniper ein Angebot. Den besorgen wir uns. Wie viel Deckungen haben wir noch? 3. Dann kann ich nämlich leben. Wir nehmen die normalen Soldaten. Wir nehmen die Taktiker. Wir haben ja verdammt viele Fahrzeuge und vor allen Dingen mittelschwerer Kampfpanzer. Wir brauchen also diesmal Raketen. Sniper. Das, das und das. Damit schießen wir möglichst auf viele Fahrzeuge. Warte mal, was macht er direkt? Schießt auf Boden und Luftfahrzeuge. Gut, Luft haben wir jetzt beim Gegner nicht. Ich mache mich mal kurz weg. So, wie ihr seht, die haben jetzt einiges. Die Flackere ist komisch, wenn man hier nicht 100% drauf ist, dann flackert das immer. Der Kampfpanzer, den hatten wir noch nicht als Gegner, der ist neu für mich. Und dann haben wir hier halt bösartige Fahrzeuge. Da glaube ich reicht das nicht, wenn ich nur mit den Schützern tiere, aber da alles relativ teuer ist, muss ich jetzt zum ersten Mal gucken, wie ich das mit dem Geld richtig anstellen will. Entweder ich nehme hier diese Ölfässer oder mal den Ölbohrturm, der kostet 120 Money. Da muss ich ja zwischendurch irgendwie sparen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen. Weiß doch gar nicht, wo der steht denn. Ich glaube, der steht nicht. Den muss ich ruhig anklicken, glaube ich, einfach nur. Ich nehme den Bohrturm mit. Weil das ja so eine harte Mission wird. Und vor allen Dingen 320 Meter ist ein großes, großes Schlachtfeld. Ich überlege, Deckung wäre noch was Feines. Nehmen wir vielleicht doch die Drohne weg. Und tun dafür Deckung. So. Oder wir nehmen die Raketen weg und nehmen dafür die Drohne, weil ich die Raketen bloß noch einmal, glaube ich, hatte. Können wir noch irgendwas upgraden? Haben wir noch ein bisschen was? Magazinkapazität. 2 Pips automatisch. Ja, komm. Dann haben wir schon mal einen Platz oder mehr frei. Gut, dann geht's los. So, da bin ich wieder. Dann fangen wir mal an. Meine härteste Mission, der Glücksgriff. Hey, da stand doch 320 Meter. Warum sieht das jetzt so klein aus? Okay. Doch nicht klein. Oh, Verzeihung. Der Turm macht. Der kostet 120 erstmal. Muss man halt erstmal zusammensparen. Der hin. Ach du Scheiße, den baue ich für 120 dahin. Und wenn der kaputt gemacht wird, bin ich am A. Deckung, auf jeden Fall Deckung bei mir auf der Seite. Das Öl geht aber im Überfluss ab. Oh, was war das denn? Was explodiert denn da? Ist das Schlachtfeld hier die ganze Zeit mit Explosionen übersät oder was? Macht mal ein bisschen Erfahrung, Leute. Ich habe so wenig Heizköpfe. Shit. Ich hätte gerne noch einmal das Gold umgewertet. Also das Geld. So? Ne, die brauchen wir noch nicht. Verdammt, meine Puppen schaffen die normalen Soldaten von dem nicht. Jetzt haben wir nochmal Erfahrung kassiert. Mehr Truppen.
Mehr Money. So. Dass ich die einfach über hinstellen kann. Wow. Das nimmt mal Explosion. Aber der Mörser-Scheiß ist eklig. Ich habe kein Geld mehr. Kommt noch ein Bohrturm dazu. Immer schön vorrücken, Leute. Das kostet ja 60. Dürfen ja nicht dazu kommen, Pille. Ah, da, der Scheiß ist das halt. Der muss weg. Der Scheiß muss auf jeden Fall weg. Kommen noch Truppen hier. Kosten halt auch mal gleich zu viele. Können wir noch einen Bohrturm irgendwo hinsetzen? Nö. Dürfen halt nicht an mein Geld kommen. Jetzt zerstören die auch meine Schütze überall, oder? Ich brauche selbst noch mehr Geld. Ich brauche 80 oder sowas. Komm. Gut, schieß mal das Ding da kaputt. Kann ja nicht so schwer sein. Müssen wir einmal Mörser rein... Mörser, hahaha. Drohnen reinhalten. Damit wir die in Kürze nochmal holen können. Oh Mann, die Truppen. Mach mal kurz ein bisschen Money. Scheiße, der hier kann gar nicht zurückschießen. Nur Fahrzeuge. Und wo laufen denn meine Leute rum? Habe ich keine mehr? Hey, warum steht denn ihr hier hinten dumm rum? Was ist denn mit euch nicht richtig? Die Dinger sind teuer. Die kosten 60 und ihr steht da hinten rum. Lauft doch mal nach vorne. Seid ihr zu blöd, die Karte zu kennen? Ah! Komm, wir holen jetzt hier Money und jetzt... Weg mit der Kacke da, Mann. Okay, der Panzer war relativ schnell weg. Das habe ich hier gar nicht erwartet. Guck, mehr Truppen. Gut, die haben keine Artillerie mehr. Die Gegner baut die auch nicht neu, nee. Wenn man die Artillerie von denen kaputt hat, dann ist sie kaputt. Ich muss mal ein paar Minen sprengen, aber... Das mit dem Geld halt nicht so toll aus. Das kann ich nicht weiter als 150 aufwerten, okay? Neue Truppen. Mehr Truppen. Die durften mal nach vorne. Die stehen halt die Hälfte der Spielzeit nur hinten rum. Die sind zu blöd, mal nach vorne zu heizen. Hier hinten kommt ein gegnerischer Angriff. Ihr müsst mal langsam daran. Ein bisschen das Minenfeld loswerden hier. Money. Danke. Ich will auch feindliche Fahrzeuge. Ihr seid doch voll, absolut vollzählig. Wieso kommt ihr denn nicht voran? Verstehe ich nicht. Sind die zu dumm? Jetzt warte ich die auf. Los, komm. Minen hier loswerden. Ist das die Doofköpfe da alle rinlaufen? Oh, ich habe relativ viel Truppen verloren. So, haben wir sie wieder. Ja, Money.
Aber wo bleiben sie denn? Ich hab doch die vorhin schon gerufen. Schießen sie meine Schütze gleich wieder kaputt, ja. Das war ja klar. Der Weg ist halt zu lang. Die brauchen zu lange. Und 60 kostet der. Oh, ich hab grad volle Truppen. Komm, wir werten den darin. Ich hab nur einen Raketenwerfer vor sich. Scheiße. Schnell raus damit. Schnell raushauen. Ja, mach den Panzer mal kaputt. Panzer. Gut, den haben wir. Wir haben Truppen verloren ohne Ende. Eigentlich Geld jetzt. Ja, komm, wir packen Geld drin und holen so viele Truppen raus, wie wir können. Jetzt haben wir Geld für noch ein Luftding. Hier hinten auch. Wieder ein Punkt mehr da rein. Wo bleibt ihr denn? Steht ihr hinten nur noch rum oder was? So, noch Deckung? Nee, Truppen. Komm, einen Punkt mal machen, bitte. Wir brauchen Erfahrung. Ja, komm. Danke, jetzt seid ihr alle ein bisschen besser. Vielleicht kriegen sie ja jetzt, was sie schissen. Ich schaff's nicht mal ranzukommen bei denen. Ich kann ja echt keinen weiteren Ölbohrturm bauen. Schade. Geht ja bloß darum, die Dinger beschützen zu können. Ja, das sollte helfen gegen den Panzer. Ja, akkurat. Und wir müssen da mal weg. Gibt ja nur noch Feinde da hinten. Müsst ihr auch mal vorankommen, oder nicht? Lange Zeit die ganze Zeit ein Geld. Da wäre die nächste Deckung erst. Die stehen halt die ganze Zeit auf dem freien Feld, die Falken. Ja, da haben wir ordentlich weggeräumt hier. So. Da haben halt zu viele sonst. Komm, wir machen uns mal noch eine neue Deckung dazu. Schön weggeräumt. Na, jetzt kommt die feindliche Welle. Ach komm. Jetzt kommt halt gleich wieder Panzer und alles mit ran. Der Mörserschlag geht gut. Der Panzer ist auch schon wieder weg. Ich habe nur nicht das Geld für die ganzen Truppen, die ich rausholen will. Mehr Geld. Okay. Gut, das Geld haben wir überstanden. Leider haben sie noch ein Geschütz da vorne kaputt gekriegt. Nee, müssen wir aus der Stellung wieder ranholen. Komm, ein Level noch. Shit, das Geschütz ist gefallen. Die Deckung ist gefallen. Die nächste Deckung ist gefallen. Die rücken gerade so hardcore vor. Müssen hier mal irgendwie wieder ein bisschen ausdünnen. Ja, ich kann nicht zu viel Platz verlieren. Wir müssen hier investieren.
shit, ey. Die haben so viel kaputt gemacht. Der, die scheiß Angriffswelle ist jetzt zu hart. Die Erfahrung steigt zu langsam. Machen wir es trotzdem jetzt, komm. Kann ich sogar mehr davon haben, okay? Von den Drohnen, ja. Brauchen wir erstmal mehr Geld. Ich darf an meine Bohrinseln hier hinten nicht rankommen, dann ist ganz vorbei. Dann mache ich zu wenig Einnahmen, um das, glaube ich, noch standzuhalten. Da ist halt schon wieder so ein Hubba-Bubba-Typ hier. Danke. Ist weg, der Bastard. Money. Schon ist wohl alle. Money. Achso, ich habe volle Truppen. Ha. Nochmal ein bisschen ausdünnen hier hinten. So vielleicht. Hier ein bisschen Deckung für euch. Hier gegen die Panzer. Money. So viel sind immer noch voll. Ja, Truppen hier. Geld haben wir ja gerade. Da können wir auch keinen Bohrturm hinrichten bei ihm. Das wäre witzig gewesen. Einfach bei ihm in die Fresse, so richtig provokativ. Komm, ich hab grad das Geld. Warum nicht? Weitere Deckung kann ich nicht bauen. Nee, nur hier hinten. Gut, er kriegt zumindest nichts mehr raus. Jetzt aber. Jetzt oder nie. Scheiße, Hubba Bubba kommt wohl raus. Hält aber auch aus, ist mit ihm nicht richtig. Jetzt habe ich das ganze Geld wohl noch verbraten. Kommen denn die jetzt wieder zurück? Ach nö, das muss doch nicht sein. Der Hubba-Bubba-Typ stirbt einfach nicht. Was ist mit ihm nicht richtig? Dumme Hildenscheiße hier. Ich kann auch keinen rausholen. Was ist denn mit ihm? Na endlich. Einfach zu viele. Den Panzer denn nochmal kaputt? Wer sind die ganzen meine Soldaten hier? Boah, was ist denn das für eine lange Schlacht? Vor allen Dingen, ich muss das bis hier hinten nicht gewinnen. Das schaffe ich doch nicht, dann geht das jetzt unentschieden durch. Nicht schon wieder der da. Wir müssen mal noch ein bisschen vorrücken, nicht nur da rumstehen. Mehr Druck machen. Ich schick doch schon alles hinten ran, was geht. Die zwei Typen mit Raketen, jetzt haut die weg. Weg mit dem Mann. Geht ja gar nicht.
Geld. Drucken, 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 drucken. Deckung. Ja, die stehen halt nur rum. Ihr müsst mal laufen. Hier, lauft, lauft, lauft doch mal. Stehe ich nicht. Zu dumm. Schon mal ein Panzer. Habt ihr das jetzt mal alle? Weiter vor. Vorrücken. Vorrücken. Kommen einfach zu viele. Das ist vollkommener Quatsch gerade. Meine Leute laufen nicht vor, weil hier zu viel Zeug kommt. Wie lange geht denn ihre super Angriffswelle da noch? Kommt schon wieder Hubba-Bubba. Och nö. Volles Schlachtfeld. Ich kann nicht mehr rausholen. Bubba, Bubba, fall um. Wahnsinn. Ich will doch viel zu viel Gruppen gekostet, der Bastard. Mit euch. Die Angriffswelle hat aufgehört. Mann, ey, dass die immer eine extra Erladung brauchen. So viele Gruppen hier, hau da rein. Ah, die laufen schon wieder nicht vor. Mach doch mal bitte. Das ist jetzt dolle störend. Die stehen hier rum. Ich weiß nicht, wo deren Problem ist, da mal einen Schritt vorzumachen. Ja, sobald die irgendwo festhaken, müssen die sich erst wieder neu organisieren, bevor die einen Schritt nach vorne machen. Weil die Levelzeit ist bald um, wenn das hier so weitergeht. Hier stehen zum Beispiel wieder nur rum. Die könnten hier mit drauf schießen. Dann wäre das schon kaputt. Machen sie nicht. Sind zu dumm für. Ja, jetzt kommt feindliche Verstärkung. Das ist ja ein Quatsch. Ihr müsst doch bloß mal darauf schießen. Machen nichts, die stehen hier rum. Das Gerät wird abgeschossen. Kein Zufall jetzt. Die Zeit ist gleich um von dem Level. Fast alle Truppen verloren. Die laufen halt auch nicht ran. Warum ich hier keine Deckung hinstellen darf, weiß ich auch nicht. Ich habe volle Truppen. Ihr müsst mal ran da.
Danke. Das hat aber gedauert, ihr Deppen. Also wenn die Karte zu groß ist, ist das Spiel nicht mehr so toll. Weil dann finden die den Weg nicht. Gut. Was haben wir hier noch Bonus? Giftgas. Ich habe gehofft, aber der Kampfhubschrauber ist cool. Den haben wir jetzt auch mal, den Puma. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hatte. Und auch einen Panzer. Aber das ist halt kein Kampfpanzer, sondern nur gegen Antifahrzeuge quasi und Infanterie. Egal. Nehmen wir mit. Damit müssen wir jetzt die zweite Insel geschafft haben, oder? Ja, Insel erobert. 2 Punkte, tatsächlich. Also muss ich einfach nur den Pfad nach oben folgen und das Ding da kaputt machen. Also in dem Fall muss ich da hinkommen. Aua. Schon wieder Bubba. Haben die keine anderen Helden, Leute? Wieder der Kampfpanzer. Diesmal ein paar mehr Fahrzeuge, ja, okay. Was kriegen wir denn hier? Ein Luftangriff. Krass. So, wo wollen wir also weiter? Das weiß ich gar nicht. Denn für heute soll es jetzt gewesen sein. Wir haben die zweite Insel geschafft. War ganz schön hart. Die meckern musste ich, weil die Leute einfach zu dumm sind. Aber ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da. Das wäre schön. Dann ciao, ciao.